Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stabel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die jüngsten Wahlen in der Schweiz, in Österreich und in Griechenland haben gezeigt, dass zuwanderungskritische Parteien in Europa deutlich Rückenwind haben. Den politisch Verantwortlichen für das Migrationschaos weht überall ein starker Wind von rechts entgegen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Verantwortungsträger daraus nicht etwa den Schluss ziehen, den Zustrom zu stoppen, sondern umso stärker auf ihre Kritiker eindreschen. Wir haben am Rande einer Tagung in Breslau mit dem NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt, den Vertretern des Europäischen Bündnisses Alliance for Peace and Freedom, Nick Griffin, Roberto Fiore sowie dem Historiker Dr. Olaf Rose über den Massenansturm aus Afrika und dem Nahen Osten gesprochen. Nicht nur in Deutschland, sondern in allen westeuropäischen Staaten schaut die Politik dem nicht enden wollenden Ansturm von Migranten tatenlos zu. Ob aus Unfähigkeit oder mit voller Absicht, Tatsache ist, dass Europa in seiner Existenz bedroht ist, wie der frühere Vorsitzende der British National Party, Nick Griffin, betont. Eines der ersten Bücher, die ich vor vielen Jahren als junger Nationalist gelesen habe, war Jean Raspails Heerlager der Heiligen. Dieses Buch hat bei mir, wie bei vielen von uns, einen großen Eindruck hinterlassen. Ich habe es seitdem viele Male wieder gelesen, aber ich habe es stets als eine Warnung begriffen und nicht als eine Art Handbuch, eine Anleitung dafür, wie man sein eigenes Land aus den Händen gibt und seine eigene Zivilisation zerstört. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass die Krise der Massenzuwanderung aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa eine existenzielle Krise ist und das nicht nur für die verschiedenen Länder, sondern für unsere Zivilisation insgesamt. Griffin zählt zu den bekanntesten Köpfen der europäischen Rechten. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Roberto Fiore führt er die Alliance for Peace and Freedom an, ein internationales Bündnis zuwanderungskritischer Parteien, dem auch die NPD angehört. Der pseudo-humanitären Propaganda der Zuwanderungslobbyisten hält Fiore unangenehme Wahrheiten entgegen. Die Zuwanderungskrise, von der Europa derzeit betroffen ist, hängt nicht mit dem Krieg in Syrien zusammen. Die meisten Migranten kommen nach Italien vom Süden, von Westafrika. Das hat nichts zu tun mit irgendeinem Krieg oder mit Syrien. Viele Migranten kommen auch aus östlicher Richtung, zum Beispiel aus Pakistan, das sich überhaupt nicht im Krieg befindet. Der erste Mythos, mit dem man aufräumen muss, ist also, dass das alles arme Flüchtlinge sind, die aus Kriegsgebieten kommen. Wir wissen außerdem aus vertrauenswürdiger Quelle, und das ging ja sogar schon durch die Presse, dass der türkische Staat und dessen Geheimdienst syrische Pässe an viele Leute ausgeben, die dann behaupten, sie seien syrische Staatsbürger. Fiore und Griffin wissen, wovon sie sprechen. Erst im Juni flogen sie mit einer Delegation der APF nach Syrien. Die dortige Staatsführung, wie auch die christlichen Gemeinschaften, beobachten den Exodus ihrer Landsleute mit großer Sorge. Es ist sehr schwierig, Argumente gegen die Hilfe für Flüchtlinge vorzubringen, wenn gesagt wird, dass diese angeblich keine andere Wahl hätten, als aus ihren Ländern zu fliehen. Allerdings kann ich Ihnen Folgendes berichten. Ich habe Syrien viele Male bereist, zuletzt im Juni, und hatte die Gelegenheit, mit den geistlichen Oberhäuptern mehrerer christlicher Gemeinschaften und Konfessionen zu sprechen. Eine Aussage haben dabei ausnahmslos alle getroffen. Wir wollen nicht fortgehen. Entvölkert die Nahostregion nicht von ihren Christen. Sagt Europa, sagt den europäischen Politikern, dass sie die Tore schließen sollen. Gerade in der Gegend um Damaskus sind die Menschen absolut sicher. Das ist keine Kriegszone. Sie sehen es so, dass es einen bösartigen Plan gibt. Keine Verschwörung oder so, denn das ist alles sehr offen. Einen bösartigen Plan, den Nahen Osten von Christen zu säubern. In Syrien mit dabei war auch Udo Vogt, der die NPD als Abgeordneter im Europaparlament vertritt. Auch ihn sowie den Historiker Dr. Olaf Rose haben wir am Rande einer Tagung in Breslau um eine Lagebeurteilung gebeten. Also ich denke, der wichtigste Grund ist, dass Deutschland kein souveränes Land ist. Und es ist ein Ziel der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und das Herz von Europa ist Deutschland, zu destabilisieren. Und die Destabilisierung erreicht man am besten dadurch, durch eine Masseneinwanderung, dadurch, dass man das Volk austauscht, und das findet zurzeit in Europa und in Deutschland statt.
Dass eine Politik der offenen Grenzen à la Merkel nicht alternativlos ist, verdeutlicht Dr. Olaf Rose anhand von zwei aktuellen Beispielen. Also für mich ist Viktor Orban ein außerordentlich beeindruckendes Beispiel eines konsequent in nationalen Interessen denkenden Politikers, der von der breiten Mehrheit der Bevölkerung gewählt worden ist. Und wenn quasi die Jobbik dazu zählt eben, dann ist das mit Sicherheit ein Rückhalt von 80% der ungarischen Bevölkerung. Und hier werden bei allem Druck, der auf einem so kleinen Land wie Ungarn mit 10 Millionen Menschen landet eben, werden hier konsequent diese Interessen vertreten weiterhin. Und sie werden auch sehr intelligent vertreten, denn also er zeigt der Europäischen Union nicht nur die Grenzen auf, er zeigt auch eigentlich uns, welche Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union bestehen, wenn man das nur machen will. Der zweite Fall wäre Milos Zeman, der vor 3-4 Tagen ein Interview gab, wo er klar sagte, wir lassen uns keine weiteren Migranten aus Arabien aufdrängen oder aus Afrika aufdrängen. Wir werden keine nehmen, egal was die Europäische Union macht, denn 80% meiner Landsleute wollen das nicht. Als Demokrat muss ich die Mehrheitsmeinung akzeptieren und deswegen sage ich, keine Moslems, weil sie nicht kompatibel sind für uns. Keine Moslems, weil sie eine Gefahr darstellen. Keine Moslems, weil sie nicht integrationsfähig sind. Keine Moslems, weil sie eventuell mit IS-Schläfern durchs Netz hereinkommen. Das heißt also alles Gründe, die für große Gefahr sorgen und die wir uns nicht ohne Not aufhalten wollen. Orban also ist der Erste gewesen und seine Texte sind nicht nur beeindruckend, sie sind auch intellektuell anspruchsvoll. In Deutschland fordern immer mehr Menschen eine Politik nach dem Vorbild Ungarns mit aktiver Grenzsicherung. Ich denke, die Mehrheit der Deutschen ist gegen die Masseneinwanderung. Und viele Bürger trauen sich einfach nicht, gegen diese Propaganda des politischen Systems anzutreten. Sie schweigen, sie gehen auch nicht mehr zur Wahl, weil sie sagen, in den Wahlen wird sowieso manipuliert, wir können nichts mehr verändern. Aber derzeit, dieser Massenansturm, den wir jetzt in diesen Tagen in Deutschland erleben, der wird dazu führen, dass das Volk aufwacht und wir erleben es überall. Das Volk beginnt sich durch viele Demonstrationen wie Pegida zu wehren und zu artikulieren, was früher nicht der Fall gewesen ist. Dass der Widerstand vor allem im Osten der Republik wächst, kommt, wie Dr. Roos erläutert, nicht von ungefähr. Die Menschen wissen, dass sie mundtot gemacht werden, dass die Vertreter einer Gegenposition kriminalisiert werden. Und das heißt, die Stimme nochmal an, insbesondere im Osten, denn die sind erst seit 25 Jahren sozusagen verbürgerlicht worden im BRD-Sinne. Und sie haben noch einen ganz gesunden Instinkt und deswegen brechen dort viel mehr Konflikte auf als im Westen. Der Westen ist auch bedrohter, denn dort wohnen bereits Millionen Menschen in den Ballungszentren, also Millionen Ausländer, vor allem aggressive, gewaltbereite Ausländer. Und die Menschen haben Angst, sich zu engagieren. Im Osten flackern diese Dinge auf und im Osten wird deswegen versucht, also mit aller Gewalt das zu deckeln. Aber es kann nicht gelingen, denn natürlich kann man ein paar Aktivisten verhaften, eine Partei verbieten, aber die Bevölkerung wird trotzdem auf die Straße gehen und da müssen schon ganz massive Mittel angewandt werden, um diese Art von Reaktion zu unterbinden. Letztendlich bedarf es jedoch gesamteuropäischer Lösungsansätze zur Abwehr illegaler Einwanderung. Dazu noch einmal Roberto Fiore. Wir brauchen ein starkes Europa, ein Europa des Glaubens und ein Europa, das seine Armeen zum Beispiel auch nach Nordafrika, nach Libyen schickt. Wie können wir Zeugen des staatlichen Zerfalls werden, ohne zu intervenieren? Es würde ausreichen, ein paar italienische, ein paar französische, ein paar europäische Bataillone dorthin zu entsenden, um binnen weniger Wochen die Ordnung wiederherzustellen. Unser Vorschlag ist, in allen Städten der Mittelmeer-Anrainerstaaten wieder Ordnung zu schaffen, unsere Arbeiter zu schützen und jedes einzelne Boot an der Überfahrt von Libyen nach Italien zu hindern. So einfach ist das. Um eine politische Wende zu erreichen, müssen alle patriotischen und identitätsbewussten Kräfte in Europa an einem Strang ziehen und bislang Trennendes zugunsten unverkennbarer gemeinsamer Ziele überwinden. Ich denke, wir müssen begreifen, dass also heute es nicht mehr wichtig ist, die Grenzfragen und die Diskussionen von früher neu aufzuwärmen. Denn Deutschland ist in Gefahr, Polen ist in Gefahr, Frankreich, England, Italien, Spanien, Europa ist in Gefahr, überfremdet zu werden. Und ich denke, die Nationalisten in allen Ländern Europas sollten Perspektiven finden, sich zu vereinen. Ich erlebe das tagtäglich im Europaparlament, wie Linke, Grüne und Sozialdemokraten Hand in Hand arbeiten gegen Konservative und gegen Nationale.
Und Konservative und Nationale sind nicht in der Lage, heute zusammenzuarbeiten oder einen eigenen Weg zu finden. Jeder distanziert sich vom anderen, hat Angst, einen Nazi genannt zu werden, wenn er mit dem einen spricht oder ähnliches. Und diese Nazi-Keule, diese Propaganda, die Sie schon angesprochen haben, muss einfach durchbrochen werden. Wir müssen uns die Hände reichen, denn wenn wir aus den Kriegen der Vergangenheit eines gelernt haben, dann sollten wir dort begreifen, dass wir für das Kapital gekämpft haben. Das Kapital hat an den Kriegen verdient und die besten Nationalisten Europas sind, egal ob in England, Deutschland, Polen oder Frankreich, im Kampf gegeneinander gefallen. Andere haben daran verdient und Gewinne gemacht. Und wir müssen dieses abschütteln, wir müssen dieses erkennen. Und jeder Pole steht für sein eigenes Volk und für die Zukunft seines Volkes, wie ich erwarte, dass jeder Deutsche, jeder Franzose und jeder Engländer das tut. Aber wir können das, was zurzeit auf Europa anstürmt, nur durch eine Politik der Gemeinsamkeit machen und durch Überwindung des Gegeneinander von gestern. Wir müssen in die Zukunft blicken. Wenn wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht schaffen, eine nationale Front in Europa aufzubauen, dann wird es kein Europa mehr geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Ansturm auf Europa nur gestoppt werden kann, wenn national-identitäre Kräfte über Grenzen hinweg gemeinsam daran arbeiten, das internationale Kartell der Multikulturalisten zu stürzen. Wenn auch Sie Ihren Teil dazu beitragen möchten, unterstützen Sie eine entsprechende Gegenöffentlichkeit, zum Beispiel durch ein Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die STV. Die Bankverbindung wird am Ende eingeblendet. Ich zähle auf Sie. Bis bald, Ihre Emma Stapel.